International Consortium of Alpine Forestry Associations is awarding the Protection Alpine Forest Award for the 14th time in partnership with Helvetia. The consortium awards this special prize in recognition of exemplary projects which preserve and improve protection forest in the Alpine region and raise awareness of protection forests in general. The fifth protection forest patron to be selected comes from Pfeffers above the Tamina Gorge near Bad Ragaz in Switzerland. Born in 1953, Raphael Schwitter is a passionate patron. He first came into contact with woodland and forests as a child. Eines von der wichtigsten Erlebnisse ist gsi, wenn ich als 12-Jähriger konnte anfangen, die ersten Pflanzungen machen im Wald, wo der Dorfförster, Gemeindeförster, unsere jungen Burschen da angeleitet hat zum Pflanzen. Raphael Schwitter remained true to his passion and became a teacher at the Mayenfeld Forestry Training Center and head of the Specialist Department for Mountain Forest Maintenance. He also spent a lot of his free time in the forest and collaborated on various projects. It was always important to him to pass on his knowledge of the forest to young people. Und das ist dann eine Gelegenheit gewesen, zum mit den jungen Leuten rauszugehen an praktische Objekte. Ich konnte dann auch ein Netzwerk knüpfen zu Leuten von der ETH, die in der Forschung tätig waren. Die Tatsache, dass ich hier in dem Gebiet im Taminental tätig war, verdanke ich dem örtlichen Förster und der Gemeindebehörde. Raphael Schwitter has experienced many things in his line of work, including many storms that have destroyed the protection forest. One of these was Storm Vivian in 1990. Und dort habe ich dann Gelegenheit bekommen, die Wiederherstellungsarbeiten zu planen und zu leiten. Und das war dann ein Prozess über etwa 10 Jahre. Da konnte ich dann meine Erfahrungen sammeln. In the Tamina Valley, the protection forest performs a number of tasks. It not only protects against avalanches, but also against boulders and rocks. Und der Stein, den ihr hier seht, der ist hier vor etwa 14 Jahren ist der hier oben runtergekommen, hat hier oben einen Baum umgehauen. Bei diesem Baum ist er angetutscht und liegen geblieben. Also der Wald schützt sehr effizient und die Leute da unten wissen von nichts eigentlich, oder? Climate change is a hot topic. This change is also apparent in the protection forest. Einerseits eben grössere Risiko für gewisse Baumarten wie die Rotanne mit Borkenkäfer. Wir haben dann mehr so Extremereignisse, entweder Trockenheit oder Stürme. Und der Wald steigt generell auch höher an in den Alpen. Raphael Schwitter has been selected as the fifth protection forest patron owing to his services for the protection of the forest in the Tamina Valley. It was a big surprise for him. Ja, es ist natürlich eine riesen Ehre. Und ich erachte das als so große Anerkennung für die Arbeit, die ich gemacht habe. The forest wouldn't need any protection without people. We should never forget that the forest protects us. So we should treat it with respect and protect it so it may continue to protect us. Simple, clear, Helvetia.